Hallo, in diesem Video möchte ich den Algorithmus vom sequentiellen Multiplizierer erklären. Diese Information kommt aus dem Fach Rechnerarchitektur der Saga-Universität in Japan. Wir gucken uns erstmal das schöne Schaubild hier an, was natürlich jeder lesen kann. Nicht verwirren lassen, ganz grobe Erklärung, vergesst, was da auf Japanisch steht. Wir haben hier unsere eine Variable und hier unsere andere Variable und da passiert irgendwas und da passiert noch was. Das ist das Wichtige, was wir wissen müssen. Also x mal y rechnen wir. Dann fangen wir auch schon mal an. So ein bisschen Platz. Wir haben eine Beispielrechnung hier. Und ihr seht, ich habe das Originalbild ein bisschen rudimentär verbessert. Will ich mal sagen. Gerechnet wird x mal y. Das heißt 11 mal 5. Oder 1011 mal 101. So, aber das machen wir wieder weg, weil das stört zumindest die 5 hier. Und ich habe das Gefühl, dass die 11 hier oben verwirrt. So, was passiert? Einmal kurz grob der Algorithmus. Wir nehmen uns jedes einzelne Bit, was hier oben steht, zum Beispiel im ersten Fall die 1, wissen dann, okay, dieses Bit, diese Anzahl mal x und die Stelle hier sagt uns auch, wie weit wir diese temporäre Variable, habe ich sie einfach mal genannt, übrigens hier unten das Ergebnis, wie weit wir das nach links shiften müssen, verschieben müssen. So, wir fangen einfach mal an. Und wir machen uns mal eine Ergebnisspalte hier. Und eine Spalte für unsere temporäre Variable. So, was machen wir? Wir nehmen uns das erste Bit. Das ist ganz einfach, jetzt heißt das 1 mal x. So, das schreiben wir in unsere temporäre Variable ein. Und das ist, Achtung, die nullte Stelle. Das hier ist die nullte Stelle. Das hier ist die erste Stelle. Das ist die zweite Stelle. Nullte Stelle. Nullte Stelle sagt uns, wir müssen nicht nach links verschieben. Kein Shift. Das ist das, was in diesem Schritt hier passiert. Kein Shift, deswegen ändert sich nichts. Hier steht übrigens Links-Shift drin. Unser Ergebnis wurde übrigens vorher mit 0 initialisiert. Und dann heißt es hier, Ergebnis plus gleich unsere Temp-Variable. Das heißt, oh, wir machen mal hier richtige Einsen draus. Das heißt, unser Ergebnis steht jetzt auf 1011. Dann... Ich wechsle mal sicherheitshalber die Farbe. Boah, Deutsch ist schwer. 0. 0 mal 1011 ist 0000. Wir gucken uns in diesem Fall die erste Stelle an. Das heißt, wir müssen ein Linksshift machen. Das heißt, in diesem Schritt hier müssen wir, wenn wir hier 00 hatten, wasa, müssen wir eine 0 dranhängen. Okay, das war sehr schwer zu verstehen. Wir bleiben mal hier und nicht in dem Bild, weil das Bild verändert sich nicht. Hier kommt eine 0 dran. Ich kann mal hier so eine gestrichelte Linie machen. Das ist das, was dran geschiftet wird, weil wir an der ersten Stelle sind. Und dann wird gerechnet, unsere aktuelle temporäre Variable wird auf das Ergebnis drauf gerechnet. Das heißt, unser Ergebnis bleibt bei 1011. So, wie viele Grünfarben habe ich noch übrig? So, letzte Stelle. Geht das mit der Grünfarbe? Ja, passt. Einmal x wollen wir jetzt in unsere temporäre Variable reinschreiben. Ich mache mal hier den Gekribbel weg. So. Einmal x wollen wir reinschreiben. Also wieder 1011. Und jetzt, wir sind an der zweiten Stelle. Deswegen machen wir zweimal ein Shift. Shift 1, Shift 2. Also wir verschieben zweimal. Ich mache mir auch mal diese gestrichelte Linie rein. Und dann rechnen wir wieder den Inhalt der aktuellen Temp-Variable auf unser Ergebnis drauf. Wir machen mal hier seitlich Nebenrechnung. So, das rechnen wir aus. Und dann haben wir unser Ergebnis, was in unserer neuen Ergebnisvariable drin steht. Und ich habe keine Grün mehr. Wir würden uns jetzt normalerweise die nächste Stelle nehmen. Aber es gibt keine. Wir sind fertig. Das heißt, das ist unser Endergebnis. Das ist übrigens 55 für alle, die auch dezimal rechnen können. Ist also super einfach, straightforward. Ja, und das war's auch schon. Vielen Dank fürs Gucken.